Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So. Es läuft hier gerade nichts, wie es laufen soll. Keine Ahnung. Irgendwie mache ich hier was verkehrt. Mal, ich frage mich, warum hier 9, 11, 0 und 0 und 11 sind. Aber naja. Irgendwie sind hier sogar Ressourcen drin, die hier nicht reingehören. Also hier sind 25 Masse schon drin, obwohl da gar nichts... Die sind frisch gebaut. Einfach nur zum Turm hochgeschichtet. Ergibt auch noch nicht mal wirklich Sinn, weil hier, wie gesagt, sind halt 25 Masse drin, obwohl da nichts drin ist. Und hier sind 33 Masse drin. Nicht mal den Druck von oben nach unten erklärt hat. Jetzt kommt eigentlich noch mal eine Aluminiumlieferung. Aber vorhin war er jetzt schon dreimal da offscreen und hat nicht einmal Aluminium abgegeben. Jetzt gucken wir mal. Fünf. Fünf Aluminium. Gut. Keine Ahnung. Ich muss mal mir nochmal mehr Gedanken drüber machen. Mich vielleicht nochmal ein bisschen schlauer machen. Vielleicht mache ich hier wirklich irgendwie was verkehrt. Irgendwie kann das ja nicht wahr sein, dass das hier nicht richtig läuft bei mir. Ja, ist ärgerlich. Ich würde das jetzt gerne weitermachen, aber es läuft halt nicht. Wenn jetzt die Ressourcen halt nicht ankommen, vielleicht müssen wir wirklich dann auf Lack oder irgendwie machen. Keine Ahnung. Müssen wir uns nochmal überlegen. Wir bauen es weiter aus, klar, aber momentan nicht. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zu meinem Schiff. Und dann habe ich jetzt überlegt, machen wir das vielleicht wie folgt. Wir gehen denn nicht gleich auf dem Außenposten los und generieren uns alles über den Außenposten. Sondern wir gucken eher, dass wir erstmal sozusagen aus dem Schiff so viel wie möglich rausholen. Ein neues Schiff haben wir ja relativ schnell zusammengekriegt. Das war jetzt nicht das Problem. Jetzt kann ich hier nochmal gucken. Wir haben hier nochmal ein bisschen Kleidung. Munition brauche ich nicht reinlegen. Hier sind noch Analysedaten, die ich verkaufen kann. Hier haben wir noch zwei Ressourcen. Die schmeiße ich jetzt einfach mal mit rein. Das seltsame Ei auch. Hilfsmittel, ja gut, haben wir noch Waffen, die hier noch reinkommen? Ja gut, wir haben halt noch nicht wirklich Munition, ne? Das heißt, die Modern behalte ich noch, die Equinox behalte ich auch noch. Auch wenn sie jetzt alle nicht wirklich viel Schaden machen, aber mein Gott, es ist halt, ich kann sie noch nicht modifizieren, wir haben halt noch keine Ressourcen. Zum Glück, Waffen wiegen ja jetzt mit dem Anzug nicht so viel bei diesem Spieldurchlauf, das ist ja der Vorteil, den wir jetzt haben. Jetzt bin ich am Überlegen, bevor ich jetzt Begleiter mir hole oder ähnliches, also ich würde schon gerne einen Begleiter holen, bevor ich jetzt questen gehe, müssten wir aber gucken, dass wir erstmal uns leer machen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal schon mal das Wolfsystem begutachten. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Sol? War doch irgendwo Wolfi. Haben sie mir meinen Wolf jetzt gestrichen oder was? Kannst du noch nicht mal einen Wolf streichen. Wo ist denn Wolf? Wolf? Nein, Kriegs brauchen wir noch nicht rein. Moment, hier ist Alpha Centauri. Und dann war das doch hier irgendwo in der Nähe. Hä? Bin jetzt gerade blind. Ich finde gerade das Wolfsystem nicht. Oli. Vega. Ja, weil wir halt noch nicht da waren, finde ich das. Ach hier, guck mal. Oh, das hat sich da versteckt. So, der Baum. Den wollen wir ansteuern. Und dann wollen wir mal gucken hier. Oh, Schilde sind gar nicht aufgeladen hier. Dann können wir wenigstens noch mal ein bisschen Schilde reinpacken. Wenigstens erstmal alles so weit reinpacken. So. Dann einmal
andocken. Mit dem Varun-Schiff. Mich würde jetzt nur mal interessieren, wenn wir jetzt das Schiff kaufen. Und das war's. Wie viel uns das Schiff einbringen wird. Überprüfe. Hey, wie kann ich dir helfen? Modifizieren? Klar, nur zu. So, eines deiner Schiffe ist nicht registriert. Du musst dieses Schiff registrieren, um es zu modifizieren oder verbessern zu können. Ich möchte jetzt nur mal wissen, wie viel kostet mich das insgesamt? Das ist nicht genug Ressourcen? Ja, aber ich würde doch gerne mal wissen, wie viel. Das hat einen Wert von 2741. Ja. Könntest du mir jetzt bitte sagen, wie viel? Nein? Gut. Denn halt nicht. Dann machen wir es anders. Klar, nur zu. Ich bin jetzt zu arm, um mir das hier wirklich zu kaufen. Es bleibt ja aber trotzdem in der Garage. Ne? Wir haben es ja da. Sieht ja eigentlich so nicht schlecht aus. Gut, das Ding würde ich nochmal ein bisschen weiter nach vorne schieben und so, aber so sieht es ja eigentlich wirklich nicht verkehrt aus. Aber gut, dann machen wir es erstmal so. Einmal wieder ausgewechselt. Willst du Nachrichten, Fritz, ein paar auf die Fresse? Reicht dir das als Scoop? Ich denke nicht, dass sich so eine Ausdrucksweise für ein Vanguard-Mitglied gehört. Genau das ist dein Problem. Du denkst nicht. Wenn du nicht so ein lausiger Reporter wärst, würdest du nicht hier im Nirgendwo verrotten. Da ist vielleicht sogar was dran. Aber selbst wenn, du verrottest auch hier. Was sagt das dann über dich aus? Oh, wow, du willst echt, dass ich dir den Arsch versohle, oder? Okay, jetzt reicht's. Bastian, geh dich beruhigen. Trink was. Tch, von mir aus. Holden, ich weiß, du machst nur deinen Job. Wirklich. Aber du arbeitest nicht in einem Vakuum. Wenn du langfristig hier stationiert bist, hast du jeden Tag mit diesen Leuten zu tun. Und wenn du sie schlecht aussehen lässt, mögen sie dich nicht. Lieutenant Commander Marquess, danke für die Sorge. Aber ich habe SNN gegenüber die Pflicht, wahrheitsgetreu zu berichten. Das wissen sie sicher, Holden. Ich sage ja nur, dass du etwas mehr Diskretion zeigen könntest. Deutlich mehr. Keine Sorge, wenn die nächste große Story kommt, helfe ich dir, den Scoop zu bekommen, okay? Ich denke darüber nach. Danke. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen, wenn du mal in New Atlantis bist? Nee. Nachrichten an SNN gehen nicht. Willkommen bei der Handelsaufsicht. Ich bin Marcel. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, ganz egal was, sag einfach Bescheid. Unsere Auswahl ist nicht so groß wie in New Atlantis oder Cydonia, aber ich bemühe mich, jeden Wunsch zu erfüllen. Und da die Handelsaufsicht der einzige voll lizenzierte Anbieter im Bau ist, sind deine Alternativen eher, sagen wir, überschaubar. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, und ich hoffe, dass all unsere Interaktionen profitabel für beide Seiten sind. Ich würde gern sehen, was du im Angebot hast. Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. Ich dachte, jetzt geht jetzt nochmal was Neues los, aber dann kam mir das Gespräch dann doch nochmal bekannt vor. Gut, tun wir erstmal verkaufen. Und zwar verkaufen wir jetzt erstmal Analysedaten hier. Nee, das Buch sollten wir nicht verkaufen. Das hier können wir verkaufen. Geheime Außenposten. Analysedaten. Analysedaten, ja. Das durch die Gegend scannen bringt halt auch ein bisschen Geld. So, die Splitterminen und Co. Dann können wir hier schon mal die Kleidung verkaufen. Die Helme können wir natürlich verkaufen. Ich alle Helme rein? Fast. Gut, dann... Ah, das war zu früh. Wenn ich irgendwas für dich... Ja, natürlich. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was du so hast. Du hast eine moderne Hard Target. Sie hat schon Whiteout-Munition, aber einen Kompensator drauf. Hier hätten wir eine mit panzerbrechender Munition und einen Schalldämpfer.
Geld wäre dann gleich flöten, ne? Aber es wäre eine sehr gute Anfangswaffe, auch wenn sie weiß ist. Zumal sie sowieso schon auf modern relativ viel Schaden macht. Sie ist auch halbwegs gut modifiziert. Langreichweiten Zielfernrohr finde ich in Ordnung. Schalldämpfer, panzerbrechende Munition, langer Lauf. Laservisier könnte man nochmal vielleicht umändern. Okay, aber ich würde sagen, das ist gekauft. So, dann können wir jetzt hier mal gucken, dass wir nochmal ein bisschen Munition für sie vielleicht mitkriegen. 50er MI hat er nur. Haben wir hier gar keine 50er? Keine 50er. Doch, hier, 50er holen los. Natürlich haben wir hier welche. Die kaufen wir auch noch ein. Die MI kaufen wir mit ein. Die 77er. Die White Hot. Nee, 65er. Und mehr Geld habe ich nicht. Ich bin jetzt auf ein Credit runter. Fühl mich arm wie ein Schlucker. Ach Mensch, nein, ich wollte doch nicht... Was kann die Handel... Ja, natürlich. Ich will mein Geld wieder haben. Das kann die Handelsaufsicht damit für mich tun. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwas, was wir verkaufen können? Kann ich verkaufen? Kann ich verkaufen? Kann ich verkaufen? Kann ich verkaufen? Herz behalten wir noch. Kann ich verkaufen? Das muss ich behalten. Wenige Ressourcen, da werden wir nachher was Besseres finden. Und das Genmaterial. Ja gut, so, jetzt müssen wir hier mal gucken. Machen wir erstmal Sonstiges. Das hätte ich ja jetzt beinahe vergessen. Auch das gibt uns nochmal ein bisschen Kleingeld. Ja, gut, 1000 Credits wären ein halber Auftrag, ne? So, wir haben jetzt 10 Cutter, die können wir dir verkaufen. Moment, hatte ich nicht hier sogar noch Anzüge? Ja. Machen wir erstmal die Anzüge. Die Rucksäcke. Da war ja nichts bei und den einen Helm. Und jetzt gucken wir, dass wir die Waffen loswerden. So, ja komm, die 7 Stück kannst du alle haben. So, ja wie gesagt, bist halt weder modern kalibriert oder sonst irgendwas. Du hast, bist halt nur Standard. Und deswegen, ja, nehme ich mir lieber das Geld raus. Ich würde dich eh nicht spielen. Eigentlich auch hart zu sagen zu einer Waffe. Ich werde dich nicht mehr spielen. Gut, jetzt haben wir hier nur noch Ressourcen. Die würde ich ungern loswerden wollen. Gut, wir haben jetzt eine Hard Target. Die würde natürlich ein bisschen erstmal unsere Munitionsprobleme lösen. Jetzt haben wir hier 900 Schuss. Auf der Hard Target haben wir dann auch gleich 144 Schuss. Das heißt, wenn wir gut sind, sind dann 144 Gegner, die ich damit auseinandernehmen kann. Das heißt, die packe ich jetzt mal auf die... Einmal auf die 6. So. Die Eagle hat natürlich noch keinen Schuss, weil dafür brauchen wir ja Kaliber Ultra. Haben wir nicht. Dich, du bist vollautomatisch. Du wirst jetzt mal nach vorne gesetzt. Für kleinere Gegner. Bei der Schrotflinte, ich bin unentschlossen. Ich bin wirklich sehr, sehr unentschlossen mit den Schrotflinten. Das heißt, ich würde eher lieber sowas nach vorne packen. Dafür haben wir jetzt 340 Schuss. Ist auch wenigstens schon modern. Würde auch nur 7 Schaden machen, könnte ich eigentlich auch verkaufen. Wir haben jetzt 2 Waffen mit einem Schalldämpfer und jeweils... Ja, halbwegs gut Munition dafür. Ich bin am Überlegen, sogar die Orban Eagle zu verkaufen. Wobei, sie hat halt Schalldämpfer. Na gut, Reflexvisier ist halt immer blöd. Sobald ich unsichtbar werde, dann sieht man das halt nicht so gut. Aber sie macht eigentlich einen guten Schaden. Also ist mit einer mit unserer besten. Ah, gut. Ich behalte die Waffen trotzdem ja noch bei. Machen wir es erstmal so. Du bist oft da draußen, oder? Im Weltall. Dann werde bloß nie wie diese Spacer. Die sind der Abschaum der Galaxie. Sie plündern, stehlen und morden. Nicht mal die Crimson Fleet vertraut ihnen.
Ja, das ist böse, das stimmt schon. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, weil, wie gesagt, die Sternblütlein, die kriege ich nur so halbwegs gut hin. Ich weiß nicht mehr in welchen, aber ich glaube, es wäre trotzdem sinnvoll, es einfach zu probieren, weil dann kriegen wir bald den Begleiter, den wir haben wollen. Also den ich haben möchte, sagen wir es so. So. Gut. Zivile Außenposten? Ne, wir sind ein bisschen falsch geflogen. Hier war die Höhle. Jetzt muss ich da erstmal hinreisen. Erwirb die Kraft. Ja. Die Kraft können wir uns später gerne nochmal holen. Aber nicht jetzt. Das hatten wir erst vor kurzem. Jetzt möchte ich da gerne einmal landen. Am besten jetzt sozusagen keine Raummanöver machen, ne? Alles zur Landung bereit. Weil mit den Raummanövern werden wir mit dem Schiff hier nicht wirklich was reißen können. Ich hoffe, dass sich die Werte wirklich mit Voranschreiten von New Game Plus einmal verbessern. Deutlich verbessern. Oh, gucken wir mal. Ne, da ist die Höhle. Da landet gerade irgendwas. Vielleicht können wir uns nochmal Waffen abgreifen. Ich muss ja jetzt wirklich jeden Strohhalm annehmen. Das sieht wieder aus wie ein Varun-Schiff, oder? Dunkel? Sieht ein bisschen danach aus, ja. Dann gucken wir mal, dass wir die vielleicht nochmal kurz wegniedeln. Vielleicht kriege ich das ja auch mit dem Laser hin. Ich habe halt, wie gesagt, noch nicht wirklich viel drin. 11 Medis. Ja, es sieht aus wie das Schiff, was ich schon geklaut hatte. Glaube ich es nochmal. Wenn die jetzt low-levelig sind. Ne, es ist von der Seite. Ekliptik. Gut, einmal schön von oben. Und jetzt. Was ist das? Hä? Gut, keiner da. Oh, ist unzugänglich. Feuer! Du warst da unten. Nehme Schaden. Ja. Dann ist es auch nur einer. Du klebst da wirklich so ein bisschen blöde fest, ne? Oh. Verletzt. Da klebt gleich noch einer fest. Aber so kann ich auch auf den Kopf zielen. So, Nummer 1 haben wir. Soldat am Boden. Es ist vorbei. Ich hoffe, ich habe Ihnen im Kampf angemessen geholfen. Ach, der war sogar legendär, das hat man gar nicht gesehen. Deswegen hat er auch so viel ausgehalten. Und ja, Vasco, hast du. Meine Leiche! Nein! Der Leiche hinterher! Also, sie könnte noch Munition haben! Du kannst doch nicht mal eine Leiche hier mitschleppen! Oh Mann. Schwere Teilchenzünder. Ja, Nova Disruptor. Okay. Schade, ich hätte das Ekliptik jetzt gerne gekapert, aber das ließ sich nicht kapern. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Mondspaziergang und gucken, dass wir vielleicht hier nochmal die Ressourcen mitkriegen. Jetzt. Eisen hätten wir hier. Ja, gut. Das ist aber nicht Helium, das ist, ne? Ein bisschen verkehrt. Giftgas, der ist auch nichts.
Keine Ressourcen in Reichweite hier. Na doch, Helium. Zack. Na komm, jetzt gib mir noch das Eisen, dann hätte ich wenigstens nochmal Analysedaten hier fertig, ne? Ein Eisen wirst du mir noch irgendwo hinlegen können. Oder etwa nicht? Ja, wir überlegen auch einfach irgendwelche Bauwerke einfach mal zu begutachten. Ah, guck mal, hier liegt doch Eisen. Wunderbar. Gut, zwar kein geplündertes Eisen, aber eigentlich müssten wir Eisen auch nicht plündern. Sollte ja eigentlich über die Außenposten laufen. Eigentlich. So, aber ich glaube, dich werde ich mit der Waffe nicht hinkriegen. Das heißt, ich nehme dann hier lieber die Beowulf. Die sollte das aber hinkriegen. So, Höhle entdeckt. Und rennen mit uns. Wie gesagt, 3 schallgedämpfte Waffen haben wir. Okay. Vielleicht mir hier was Rotes. Achso, ja stimmt, hier waren Geschütze. Jetzt die Target. Also die Target war definitiv kein Fehlkauf. Target war auf jeden Fall kein Fehlkauf. So, was haben wir hier nochmal? Ein Anzug. Kammerjägers Messer. Ja gut, das kann ich jetzt nicht so gebrauchen. Red Ale. Paniten. Ansonsten nichts weiter. 7-7er. Also zum Reinfarmen von Munition dürfte die hier wirklich wunderbar sein eigentlich, ne? Und hier ging es gar nicht weiter. Mal jetzt mal gucken, wie war das jetzt hier in dieser Höhle? Irgendwo ging es hier dann rum und rein und wie auch immer. Ja, hier steht der zweite Geschützturm. War das denn hier hinten irgendwie? Nee. Und auch nur Ressourcen. Die Höhlen sind halt so verdammt dunkel. Da wünschte ich mir manchmal echt, ich hätte eine Übertaschenlampe. 390 Grad oder so. Ach, guck mal, hier oben ging es weiter. War schon richtig. Erschreck mich mal, Vasco. So. Der hat gar nicht gesehen, von wo es kam. Mit der Hardtage ist natürlich jeder ein anderes Ding hier. So, einmal ein bisschen freirubbeln hier. Wie so ein Rubbel los. Kann ich die schon nehmen? Ja. Wie gesagt, Hard Target. Schöne Waffe. Schöne Waffe. Erst recht, wenn man auf Gewehre geht, ne? Gut, können wir gleich zum nächsten durchflitzen. Einige waren ja eigentlich immer recht einfach, ne? Andere waren ja eher so, muss das sein? Das war ja jetzt eigentlich einer der einfachen.
Lass mich landen. Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Ja, die nächste Kraft können wir uns erlangen. Mhm. Nächste Kraft aus dem Jenseits. So, gucken wir mal. Da ist das. Das ist auch nicht mal so weit weg. Ich vermute, dass wir hier organische Materialien sammeln können. Ja. Mal einfach so dran vorbei und mitnehmen. Oh, falsche Richtung. In die Richtung müssen wir. So, wir haben Eisen, wir haben Fauna, wir haben Flora, wir haben eigentlich alles. Enzol. Nehme ich mal mit. Das kann ich gebrauchen. Toxine jetzt nicht. Strukturen können wir auf jeden Fall gebrauchen, ja. Gift brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Eisen eigentlich auch nicht. Und wir laufen erstmal eine Runde. Erstmal laufen. Na, guck mal, hier haben wir auch so noch Wasser. Was ich auch abpumpen könnte. Nährstoffe, hier hatten wir Struktur. Ja, Gewohnheit. Gewohnheit. Aber momentan das Einzige, was mir jetzt wirklich helfen tun würde. Der 50er wird ein bisschen problematischer. Ja, ein bisschen wenig Munition halt, ne? Ja, bei dir sehe ich gar nichts. Ziel erledigt. Okay, Ziel erledigt. Mit dem da hinten. Vasco, mach mal. Es ist sinnlos, uns besiegen zu wollen. Ja gut, jetzt ist ja auch schon Money alle. Es gibt so ein bisschen EP, aber wir kriegen halt hier nur Nährstoffe. Und die wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Gut. Ich glaube, wir sollten ganz schnell hier mal in die Höhle. Damit ich los werde. Aber ich wollte jetzt nicht so viel Munition rausbolzen. Dips. So. Hier einmal entlang. Keine Feinde in der Nähe. Keine Feinde in der Nähe, ja. So. Langsam. Hier möchte also keiner ärgern, na gut. Ah, lade ich mal auf, mein Laser. So. Dann nehmen wir das mit.
Das nächste. Machen wir gleich weiter. Wo haben wir den nächsten Punkt? Da haben wir den nächsten. Und zwar hier. So. Ach, das Kryolabor. Ja, das Kryolabor. Ja, ich möchte da gerne hin. Ich kann von diesem Ort nicht aus schnell reisen. Willst du mich veräppeln? Warum das denn nicht? Bin doch nicht überladen oder so. Ja, jetzt müssen wir hier einfach nur wieder hochkraukeln. Warum kann ich von hier aus nicht schnell reisen? Warum nicht? Das habe ich nicht bestellt. So, hier einfach kurz in Deckung gehen und jetzt aber. Deswegen klappte das auch nicht. So, einmal hier unten hin. Ja, da wollen wir hin. Na, jetzt dürfen wir auch. Das Kryolabor ist eigentlich ganz cool. Da waren, glaube ich, Varun oder Ekliptik-Söldner drin. Eins von beiden. Landung initiiert. Schön langsam. Das heißt, wir hätten eigentlich die Möglichkeit, dort ordentlich nochmal an Waffen und Munition zu kommen. Das heißt, jetzt ist Time to Shine Hard Target, ne? Carry mich jetzt hier mal durch den Anfang. Auf dass wir hier mal ein bisschen was zusammenkriegen. So, wie wird es weg? Oh, es geht. 400, das ist in Ordnung. So, ein bisschen Uran kann man schon mal mitnehmen. Dann düppeln wir mal kurz darüber. Düppel, düppel, düppel. Es hält immer noch sehr, sehr viel Laufen. Aber gut, wir haben auch gerade erstmal ein Amp. No. Na, Lithium. Ja, das nehmen wir nochmal mit. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Das sollte nicht schaden. So, aber Kryolabor, wie gesagt, das dürfte eigentlich ganz gut kommen. Für unseren ersten Waffen und vielleicht nochmal eine Verbesserung für unsere derzeitigen Waffen. Patz und weg. Gut, keine Ahnung, der war nur bestimmt nur Level 10 oder 5. Der hat sich jetzt auch gewundert, wo kam das jetzt her? Das sind eine Spaces sind das. Ne, egal. Muni haben sie ja trotzdem. Und Muni wird nicht schlecht. Muni haben sie ja trotzdem. Nur die Waffen sind dann halt ein bisschen geringfügiger. Ich. Du. Unter Beschuss! Verdammt! Kuckuck, ich bin's! Ja, Kuckuck! Das ging ins Gesicht. Kuckuck, ich bin's. Kalibrierter Rucksack. Ja, okay. Mhm. Kalibriert, ja, immerhin. Auch kalibriert. Ja, nehmen wir mit. Ein Dietrich können wir auch immer gebrauchen. Na gut. Aber was will ich jetzt hier herstellen an Industrie? Das frage ich mich auch, warum immer so viele Industriedinger hier in der Nähe sind. Brauchen tut man die ja nicht wirklich, ne? Also als Spieler nicht, klar, ich kann verstehen. Ne, hier wird halt Bergbau und Co. betrieben, die brauchen natürlich irgendwie was, ne? Aber na gut. Macht ja wirklich meistens nicht Sinn. Waffen und Rüstung kann ich noch nachvollziehen, wenn man das dann halt alles im Schiff hat.
So. Ja, Wasko, du bist ein bisschen leise, ne? Und hier müsste jetzt gleich der Raum sein, wo die ersten sind. Was? Scheiße, der macht uns fertig! Erwischt! Ich lasse mich nicht töten! Doch, lässt du. Gut. Eine Grendel. Du bist ein Nichts. Falscher Alarm, Leute. Ich bin ein Nichts. Und das klang so nah. Nur die Frage, ob es auch wirklich nah war. Werde ich mir hier 100% wieder drin verlaufen, oder? Okay. Ich war's nicht. Bin noch unschuldig. Lichtungsmittel, sehr gut. Jetzt hab ich dich! Geht irgendjemand? Wasko? Dankeschön. Feuer! Feuer! Der hatte wenigstens nochmal für mich Munition da. Hier war das. Nicht sogar hier irgendwo, wo noch welche drin waren? Was hier. War das? Da bist du ja! Schön Muni sparend bei Achtern. Sollte man auch zielen und treffen, ne? Ja. Gut. Du bist Geschichte. Geschichte bin ich noch nicht. Noch nicht. So, nochmal ein Trauma-Pack. Ne, ein Trinkpack war das, ne? Egal, nimm alles mit. Doch, tust du. Oh. Dafür bezahlst du. Ich hab dich doch noch gar nicht richtig angeschossen hier. Na komm. Wir machen ein bisschen mehr Schaden. Amigas Rattler. Nee, ist auch nicht das, was ich suche. Ein Sperren. Kryo. Ja, ich hab doch den Kryo-Schlüssel, aber ich muss dieses. Ja. Das waren sowieso nur die kleinen Räume. Gut, euch räume ich so weg. So. Dann wollen wir euch hier schon mal leer räumen. Bodencrew-Rucksack. Ja, gut. Jetzt kriege ich hier gleich nochmal ein bisschen Kleinmunition. War hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Hier haben wir nochmal Munition. Noch mehr Behälter. Irgendwie müssen wir uns ja hier. Durchbewegen. Erwischt! Um Gnade!
Na los, Vasco. Gut. Kann ich jetzt mal gucken. Das nehmen wir erstmal mit. Ja, ja, dann sterbe ich. Was bezahlst du? Glaube ich nicht. Meine Feuerkraft ist dir des Ziels überlegen. Was hast du? Eine Eon Berserker. Mhm. War das nicht sogar hier unten irgendwie? Tja, nicht mit mir. Ich verstehe nicht, wie ein Kampf gegen uns empfehlenswert erscheinen könnte. Ja, das weiß ich auch nicht, Vasco. Weiß aber nicht mehr, wie man da unten reinkam. Das Kryolabyrinth hier. Mit Feuerkraft oder ähnliches konnte ich das nicht aufsprengen, oder? Ich kann ja mal Granaten ausrüsten. Nope. Das war's nicht. Gut, erstmal mitnehmen, dann hier einmal hoch. Hau schon ab, du Feigling! Ja, ja. Oh. Okay, er ist von alleine gekommen. Das ist natürlich noch besser. So, hier oben waren wieder die Zugänge, die wir brauchen. Und dann war das ja hier unten irgendwie durch, ne? Ach, siehst du, von hier aus ist er gekommen. Ja, okay. Das war dein letzter Fehler. Das glaube ich nicht. Mach mehrere Fehler am Tag, doch. So, gucken, ob hier noch ein Sternblut kommt. Okay, hier kommt kein Sternblut. Mal kurz frei rubbeln. Gut, scheint frei genug zu sein. Ja. Goody. Dann können wir hier schon wieder zurück und da haben wir sogar den Spacer. Nehmen wir nochmal mit. War doch hier richtig zum Rausgehen, ne? Glaube schon. Nee, hier kommen wir auf einer anderen Seite wieder hoch. Oh, ich bin überladen. Das kriege ich ja jetzt früh mit, ne? Da haben wir hier halt so ein bisschen schwere Atmung. Irgendwo war hier der zweite Ausgang. Ich glaube, hier war das. Der war ja eigentlich fast in der Nähe. Ja. Fast in der Nähe. Wir können ja mal gucken, ob ich noch irgendwas habe, was ich hier mal kurz einschmeißen kann. Milch, Orangensaft. Ein Sellerie, Ja, das reicht leider nicht ganz. Das reicht leider nicht ganz. Das war doch nicht denn hier raufspringen, oder?
Es ist halt ein kleiner Irrgarten hier. Ah, wir brauchen Kohle. Ja, du brauchst mir das nicht nochmal sagen. Ich brauche mal Vasco. Ich muss Vasco mal kurz ein bisschen Rüstung oder so in die Hand drücken. Der ist jetzt unten, ne? Weil es müsste noch irgendwo einen Endraum geben. Ich hätte gerne einen Marker für Vasco. Weil jetzt brauche ich ihn und jetzt, finde ich ihn wieder nicht. Ja, es ist halt Labor, ne? Schön zum Verlaufen. Gut, das war es hier nicht, aber da haben wir nochmal Credits. Vasco, komm mal zu mir. Ich bräuchte dich. Ich glaube, hier sind wir sogar ein bisschen richtiger, ne? Gute Spielkarten wenigstens mitgenommen. Überladen bin ich eh schon. Und wenn Vasco jetzt einfach nicht rauskommt, dann... Ja. Nein, die Triche werden noch gespart. Habe ich sowieso ein Problem. Oh, da war das hier. Ja, hier war das. Stimmt, ich habe den Hund vergessen. Kommst recht früh. Du kommst recht früh, Kollege. Captain, grüße. Ausrüstung. Ich akzeptiere jeglichen Gegenstand. Ja, gut, das ist immer schön. So, ich werde dir jetzt mal keine Waffen geben. Ich werde dir mal Anzüge in die Hand drücken. Rucksäcke. Helme. Und Ressourcen. Kann nichts mehr gelagert werden, ja, gut. Wiedersehen. Ja, sammel mal. Genau, weil hier haben wir nämlich noch die Möglichkeit auf ein Medidieb Entermesser. Nee, das war jetzt nicht so unbedingt das, was ich haben wollte. Aber gut, wir könnten jetzt rein theoretisch herkommen. Jetzt gehen wir richtig bis zum Ausgang. Damit das verinnerlicht wird. Ich brauche bessere Bezugspunkte hier. Die habe ich hier einfach noch nicht. Diese habe ich hier einfach noch nicht. So, aber hier geht's raus. So, gut. Hier haben wir nämlich nochmal einen Helm. Hier können wir den Schalter umlegen. Nein, mich nicht so an hier. Und wir könnten das nächste Teil holen. Auf Tolman. Ich wollte gerade sagen, auf Alpha Centauri ist ein Artefakt. Cool, aber nee. Der vergessene Mechfriedhof. Vergessener Mechfriedhof. Denke, denke, denke. Wenn ich gleich gelandet bin, dann sage ich wieder... Ah, ja. Aber noch sagt mir jetzt gerade der vergessene Mechfriedhof nichts. Fahrwerk bereit. Runter mit uns. Aber das sollten wir eigentlich noch gut schaffen. Von der Zeit her. So. Ich fange dich auf. Oder auch nicht. Na gut, hat er auch nur ein Entermesser.
Also irgendwie landet mir gerade hier ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel. Nimm mal ein Traumapack. Spacer Rowdy. Okay, das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Luke hat mich ein bisschen blockiert. Ah, unzugänglich, schade. Okay, du drückst mir doch noch mal ein bisschen mehr Schaden rein hier. So. Habe ich alle erwischt? Ich habe soweit alle erwischt. Schade, dass ich da nicht reingehen kann. Dann wollen wir aber zum Mac-Friedhof. Ja, stimmt. Mac-Friedhof. Ja, jetzt, mich hat jetzt nur irritiert, dass jetzt hier so viele Schiffe landen. Das war, glaube ich, auch noch ein einfaches Ding, ne? Was wir einfach mal mitnehmen konnten. Oder etwa nicht. Wir machen ein bisschen Alu mit. Dann können wir schon mal auf die Target wechseln. Weil ich habe mir jetzt wirklich nicht gemerkt, wann und wo welche auftauchen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Jetzt wollte ich gerade schon wieder auswechseln. So, dann können wir das hier einmal freiräumen. So, dürfte schon gereicht haben. Nehmen wir mit. War es ja doch einfacher als gedacht. Gut. Wir haben jetzt noch auf dem Planeten Forest. Jetzt will ich nochmal kurz gucken. Wir können ja eigentlich von hier aus schnell reisen. Und dann ziehen wir das jetzt auch nochmal schnell durch. Oder? Verlassene Außenposten. Aber mal kurz hinspringen. Und nochmal kurz reinspringen. Landestelle fixiert. Runter mit uns. So. Den sollten wir ja eigentlich auch nochmal schaffen können. So. Ich rate nicht, ich habe hier gerade das Merkmal gefunden. Und nochmal ordentlich EP gekriegt beim Landen. Ja, trotz Schnee, ab und zu sehe ich euch ja. Ah, der ist gerade runter. Eine Frage der Zeit. So.
Klappt doch. Dürfte vielleicht schon alles gewesen sein. Gut, können wir uns Munition mitnehmen. So eine Equinox wäre auch nochmal was ganz Cooles so. Am besten so eine vierfach vollautomatisch aufbauen. Die wäre bestimmt schon ganz cool. Die lässt sich bestimmt auch mal ganz gut spielen. Klar, sie ist jetzt nicht so stark, aber es wäre okay. Hier müssten wir jetzt rein, ne? Wenn ich noch... Und hier oben hatten wir, glaube ich, noch oben drauf ein. Ein Geschütz auf jeden Fall. Das glaube ich nicht. Dass ich hier nichts verloren habe. Jetzt kann's losgehen. Dafür sterbe ich nicht. Oh, doch. Das wirst du gar nicht verhindern können. So. Ah, da unten ist sogar noch einer. Was war das? Ich lasse mich nicht töten! Warum nicht? Scheiße! Einer weniger! Jetzt läuft er weg. Ich sehe nicht! Ja, ich möchte schlechte Munition gegen gute eintauschen. Jetzt klappt es ja eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, das Ding hier nochmal ordentlich aufmodifizieren könnte eigentlich auch nochmal ordentlich was bringen, aber wir haben halt momentan noch keine Ressourcen. Das werde ich noch nicht hinkriegen. Deswegen bin ich ja immer so erpicht auf den Außenposten, damit man mal ordentlich was sammeln kann und so. Aber ich glaube, wir müssten das zu Anfang wirklich mal mit einem Raumschiff machen. Das wäre, glaube ich, am einfachsten. So. Moment, machen wir mal anders. Wo ist Leben spüren? Hier. Statistisch gesehen sollte das unmöglich sein. Was zur Hölle? Mal sehen, ob wir so uns so ein bisschen sneaky durchgeben können. Bisschen auf jeden Fall. Nimm das! Schon wieder einer. Jetzt habt ihr mich aber aufgedeckt. Ah, zu langsam. Und Vasco, du stehst im Weg. Ne, kommst du rum oder soll ich dich holen kommen? Die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage des Ziels ist extrem hoch. Das schockt den nicht. Na gut. Lassen wir ihn mal so. Gucken, dass wir uns hier erstmal den Chamäleon Anzug gönnen. Hier hinten war der erste. Der nächste Rucksack. Mhm. Hier hätten wir Schmuggelware für Experte. Ich brauche unbedingt Geld. Bitte lass da gute Schmuggelware drin sein. Müssen wir wieder ein neues Schiff und alles aufbauen. Also. Und das sogar diesmal rechtzeitig. Muss das auch hier alles gut passen. Dann hätte ich hier nochmal so einen. Ah, der passt nicht ganz. Der hat einen engeren. Wunderbar. So, jetzt hätten wir hier nochmal einen mit zwei. Haben wir so einen? Ja, so einen haben wir auch da. Wunderbar. Zack und fertig.
6 Mal jeweils. Wolf-System wird interessant wieder. So, leider das Falsche. War eigentlich schon mal ganz gut Schmuggelware. Das kann schon mal ganz gut helfen. Ich meine, hier lacht auch noch einer. Ah, hier. Schnell, kalibriert, Grendel, episch. Ja. Könnte man nehmen. Muss jetzt aber nicht, ne? Du bist erledigt. Jojo, ich merkte, wie ich erledigt bin. Du stehst nämlich immer noch da. Nimm das! Du stehst ja immer noch da. Aber es geht in die Richtung. Zum Artefakt. Da hinten ging es ja wieder raus. Gut, dann machen wir jetzt erstmal wieder eigene Atmosphäre. Weil allzu viel Schaden wollte ich jetzt auch nicht kassieren. Mal gucken, dass wir das ohne hinkriegen. Meiner kam jetzt noch einer. Nein, da kommt keiner. Na gut, dann nicht. Das ist gut. So. Dürfte schon gereicht haben, oder? Jawohl. So, denn haben wir auch das soweit fertig. Jetzt brauchen wir nur noch einmal zum Schiff zurück. Und demnächst mit Sarah reden. Weiß nicht, ob, ja, Vasco kann ja eh nichts vertragen. Den habe ich ja nicht leer gemacht. Moment, hier hinten ist doch der Ausgang. Der ist doch schneller. Das heißt, wir prügeln uns jetzt erstmal nochmal zum Schiff zurück. Der jetzt auch nicht so weit weg war. Gut, da würde ich sagen, dann laufe ich hier den Rest jetzt nochmal offscreen, entrümpel mich schon mal, bevor ich mit Sarah spreche. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.